In diesem Video zeige ich dir, wie der optimale Durchschwung für Seniorengolfer aussieht. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bauseck und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn dem so sein sollte, würde ich dich bitten, meinen Kanal hier unten zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Wenn du bereits den ersten Teil dieser Serie angesehen hast, hier oben findest du übrigens noch einmal den Link zu dem Video, dann spreche ich davon, dass Seniorengolfer, die sich nicht mehr richtig gut drehen können, sich für eine Seite entscheiden sollen, wo sie mehr drehen als die andere. Und das ist eben für meine Begriffe wahrscheinlich besser, dass man dann versucht, eher nach rechts, also den Aufschwung, mehr zu machen, dass man eben im Aufschwung versucht, mehr Drehung zu erlangen. Wenn man nach links auch viel drehen kann, wenn man diese körperliche Voraussetzung hat, ist es natürlich super. Und ich sage nicht, dass du es nicht machen darfst. Unbedingt machen, wenn man es kann. Aber wenn man eben das Problem hat, man hat nicht mehr diese Fähigkeit, sich so stark zu drehen, dann bitte, wie gesagt, versucht man eher den Aufschwung mit etwas mehr Drehung zu versehen und verzichtet davon ein wenig im Durchschwung. Aber was sind jetzt die Sachen, die wir machen können, nachdem wir aufgedreht sind, in einer guten Position sind, die wir im Durchschwung machen können, damit wir den Ball besser, weiter und gerader schlagen können? Leider ist gerade sehr viel Spielbetrieb und ich kann jetzt keine Bälle schlagen und kann es daher nur symbolisch vorzeigen, was du machen sollst. Aber auf alle Fälle hier siehst du eine blaue Linie, das soll die Ballziellinie darstellen. Und das hier, das ist der Schwungpfad. Und zwar, was du ja gemacht hast ursprünglich, ist, du hast ja versucht, dich ein wenig den rechten Fuß nach hinten zu geben. Du hast den rechten Fuß geöffnet und hast dich in eine Position gebracht, dass du eigentlich von hier weg schön in die rechte Seite schwingen kannst. Und genau jetzt musst du aufpassen, eben, dass du, wenn du hier oben bist, dass du nicht beginnst, wieder zu überkorrigieren, hier raus und dann wieder nach links reinschneidest, weil dann würdest du eben wieder beginnen, Slice zu schlagen. Ich weiß, es ist ganz komisch, man steht so schief da, man hat das Gefühl, es geht alles nach rechts, obwohl hier das Ziel ist. Aber versuch trotzdem, das Gefühl zu haben, ob du in diese Richtung schwingst. Du siehst, dieser rote Stab, der zeigt wirklich ja, fast 40 Grad nach rechts. Wenn ich das tatsächlich dann mit einem Radargerät messe, sind das oft dann nur 4, 5, 6 Grad, die der Spieler dann nach rechts schwingt. Also hab keine Angst anfangs, dass du eben hier in diese Richtung schwingst. Solltest du bereits jemand sein, der schon Hook hat oder sogar zu viel Hook, dann mach das bitte nicht. Dann bitte versuch eher das Gefühl zu haben, als ob der Schläger wieder ein bisschen mehr hier nach links ausschwingt. Aber wie gesagt, die meisten, die hier zusehen, sind wahrscheinlich Slicer und da würde die Idee, dass man versucht, in diese Richtung zu schwingen, mehr helfen. Ich gebe ja sehr gerne euch praxisnahe Beispiele und ich bin ja jeden Tag fast hier draußen auf der Tillisburg im Golfclub Linz St. Florian und unterrichte auch Seniorengolfer eben. Und immer wieder sehe ich denselben Fehler und ich muss es jetzt einfach noch einmal sagen. Ich habe es zwar in anderen Videos schon gesagt, aber ich kann es nicht oft genug betonen. Viele haben gelernt, man soll den Schläger leicht halten. Man soll den Schläger so halten wie einen Vogel, den man nicht erdrücken möchte, wie eine Zahnpasta, die man nicht ausquetschen möchte. Bitte, das ist kompletter Unfug. Wenn ihr den Schläger leicht haltet, könnt ihr den Ball nicht komprimieren. Ihr habt nicht genug Power, um diese Kräfte zu widerstehen, die unten entstehen können. Und ihr werdet daher aus der Konsequenz heraus auch nicht wirklich beschleunigen. Bitte, wenn ihr einen Griff habt, der wirklich mehr in den Fingern links ist, einen ordentlichen Griff. Und hier oben findest du noch übrigens noch einmal ein Video, wo ich über den Griff spreche. Wenn du diesen Griff hast, kannst du diesen auch etwas fester greifen, weil dann hast du auch genug Handgelenkswinkel. Erst wenn der Schläger zu weit in der Handfläche ist und da muss man beginnen stark zu greifen und dann schaut es auch dann so blockiert aus und dann sagen halt gerne Golfer zueinander, du schaust aus, als ob du komplett
steif bist, blockiert bist, greifen Schläger lockerer und das ist dann der Todesstoß. Also ich sage mal, bitte lernt einen ordentlichen Griff, speziell in der linken Hand. Der muss wirklich hier schön mehr Richtung Finger sein. Der kleine Fingerball muss oben drauf liegen. Schaut euch das Video nochmal an. Und in dem Video, was ich hier oben, wie gesagt, vorher eingeblendet gehabt habe, könnt ihr auch ruhig dann die Hände noch ein bisschen mehr nach rechts verdrehen. Also ein bisschen mehr nach rechts verdrehen, als ich in diesem Video eben sage. Das würde eher ein Schließen der Schlagfläche provozieren. Und das hilft euch auch, dann mehr nach rechts zu schwingen, weil die rechte Hand ja mehr unterm Griff ist. Und ich kann jetzt mehr in die Richtung drücken. Hat man die Hand, die rechte zum Beispiel zu weit drüber, wie hier, dann beginnt man eher nach links zu schwingen. Das war eher ein Fehlschwung. Das würde ich vielleicht eher einen jüngeren Menschen zumuten. Aber als Seniorengolfer brauchen wir halt jeden Meter. Wir brauchen die Power. Wir müssen den Treiber in der Aufwärtsbewegung treffen. Und deswegen empfehle ich euch beim Griff erstens A, fester zu greifen. B, die linke Hand zu checken, ob der Griff wirklich da drin ist, wo er hingehört. Und C, dass ihr auch eventuell den Griff etwas stärker macht, sprich ein bisschen nach rechts verdreht. Ja, und noch eine Sache möchte ich mit euch besprechen, und zwar, ich habe ein Video gedreht über mehr Länge mit dem Treiber für Senioren. Hier oben ist noch einmal der Link, falls du dieses Video noch nicht gesehen hast. Und da spreche ich vor allem darüber, dass man mit genug Loft spielen muss. Ja, und das heißt, wenn man langsame Schlägerkopfgeschwindigkeiten hat, braucht man etwas mehr Neigung hier. Und jetzt machen viele Golfer den Fehler, dass wenn sie sich hinstellen, dass sie den Schläger so hinstellen, dass der ganze Loft, den man bereits hat, schon bereits weg ist. Sprich, sie neigen den Schaft zu weit nach links. Und auch im Treffmoment ist dann gerne mal der Schläger in dieser Position, dass der Loft eigentlich mehr in die Richtung zeigt und der Ball kann nicht abheben. Das heißt, ich möchte wirklich gerne haben, nicht nur im Setup, dass man das Gefühl hat, der Loft zeigt schon etwas mehr hinauf. Ich möchte auch im Durchschwung, hier im Treffmoment, das Gefühl haben, der Loft zeigt hier in die Luft hinauf. Nicht einfach nur durchschwingen und schauen, was passiert, sondern habe auch das klare Bild, der Loft zeigt in die Luft. Das hilft dir dann auch, wenn du mehr von innen kommst, dass du dann auch mehr aufwärts kommst, also den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung triffst. Das bringt dir auch Meter. Und das hilft dir auch, den Ball natürlich auch wesentlich konstanter zu treffen, weil immer, wenn du ein Bild im Auge hast, wie du den Ball treffen willst, tust du dir leichter, als wenn du nur einfach unkoordiniert drauf hast. Ich bin überzeugt, dass du einige interessante Sachen aus diesem Video mitnehmen konntest. Und hier oben findest du übrigens eine Playliste mit Seniorenvideos, die ich bereits kreiert habe. Und würde mich freuen, wenn du da auch mal reinschaust. Also wir hoffen, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!